So, die SIM-Karte ist drin, der Akku ist drin, dann würde ich sagen, schalten wir das Gerät ein. Rechte Seite, drücken und warten. Und los geht's. Tja, und das ist jetzt auch mein erstes Mal hochfahren, deshalb weiß ich nicht, was mich erwartet. Das erste Mal mit Android 2.3 beim Hochfahren. Schauen wir einfach mal, was sich so tut. Ist klar, ist das erste Mal hochfahren, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Aber dafür kriegen wir eine schöne Animation und einen kleinen, relativ leisen Ton, was übrigens daran liegen kann, dass das Smartphone jetzt auf den Lautsprechern liegt. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Die SIM-Karte haben wir schon drin, deshalb müssen wir jetzt mal kurz unsere PIN-Nummer eingeben, auf OK drücken und weiter geht's. Wir könnten jetzt einen Notruf absetzen, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht vor. Nein, stattdessen wählen wir mal unseren Anbieter bzw. ein Netz und dann geht's los. Wir können jetzt entweder ein neues Google-Konto anlegen, ein bestehendes Google-Konto übernehmen oder natürlich diesen Schritt erstmal überspringen. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch einfach eins, was wir schon haben, berühren das Feld und da kommt auch schon die Tastatur, die mich jetzt ehrlich gesagt stark, zumindest farblich, sehr stark an iOS erinnert. Dann drücken wir unten rechts noch auf Anmelden und dann dauert es natürlich einen recht schnellen Moment. Ich habe jetzt mit länger gerechnet und dann sind wir auch schon da. Wir müssen auswählen, ob unser Standort übernommen werden soll. Wenn wir jetzt davor schon ein Google-Konto bzw. ein Android-Smartphone hatten, können wir über unser Google-Konto das jetzt wiederherstellen lassen. Das heißt, unsere ganzen App-Käufe und dergleichen wird aufs Telefon geladen. Habe ich nicht, will ich auch gar nicht. Deshalb machen wir den ersten Haken raus und wir können auch auswählen, ob das Gerät über Google gesichert werden soll, also über unser Konto. Das will ich nicht. Das wäre jetzt für den Fall, dass wir es wiederherstellen müssen, recht praktisch. Dann bekommen wir noch ein paar kleine Hinweise zur Statusleiste und können das Setup auch schon abschließen. Und da sind wir auf Android 2.3 frisch eingerichtet, bekommen gleich mal eine Konfigurationsnachricht und vermutlich auch noch eine SMS und ich weiß nicht was alles. Können wir natürlich alles in den Einstellungen vornehmen und und. Aber auch dazu gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich wünsche euch viel Spaß, solltet ihr dieses Telefon haben oder euch überlegen, es zuzulegen. Ich verabschiede mich, sage ciao auf Nühau und bis dann auf YouTube.